Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Oster. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar für diese aktuelle Debatte, denn sie zeigt, dass unsere Landesregierung schon lange dabei ist, Probleme im Zuge des Dieselabgasskandals anzugehen und vor allen Dingen konstruktiv nach Lösungen zu suchen. Während die Bundesregierung in Persona Kanzlerin Merkel und Verkehrsminister Dobrindt immer noch blockieren und recht ratlos sind, und bildlich gesprochen, meine Damen und Herren, würde ich es mal an einem Beispiel machen. Beide stehen auf dem Standstreifen und wissen nicht so recht, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, während wir hier in Rheinland-Pfalz bereits auf der Fahrspur unterwegs sind und ein Aktionsprogramm auf den Weg gebracht haben, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zu Frau Klöckner. Frau Klöckner hat Frau Spiegel vorgeworfen, sie wäre nicht in der Staatskanzlei bei der Runde dabei gewesen. Dann frage ich mich, wer bei dem ersten Dieselgipfel in Berlin nicht dabei war. Das war nämlich die Kanzlerin. Man sieht, wie sie zu dem Thema steht. Sie hat es definitiv nicht zur Chefsache erklärt, meine Damen und Herren. Und von daher ist es sehr zu begrüßen, dass unter der Führung von Malu Dreyer, Volker Wissing und Ulrike Höfgen schnell und unkompliziert gehandelt wurde und Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht wurde. Es ist festzuhalten, hier in Rheinland-Pfalz wird keiner im Regen stehen gelassen und diese Landesregierung ist da, wenn man sie braucht. Ich möchte auf einige wenige Punkte eingehen, die man hier auch nochmal heute klar und deutlich sagen muss. Ich habe das Gefühl, die Autoindustrie hat immer noch nicht verstanden, dass sie das Problem in die Welt gerufen hat und dass sie auch dafür verantwortlich sind, es zu lösen. Ich betone, sie muss es lösen. Es kann nicht sein, dass der Verbraucher am Ende des Tages dafür die Zeche zahlen muss. Und mein nächster Satz, ich weiß, der ist vielleicht ein bisschen polarisierend, aber ich glaube, da ist ein bisschen Wahrheit dran. Hätten die Vorstände der Autokonzerne so sorgfältig gearbeitet wie die Lobbyistenabteilung bei den Spenden an gewisse Parteien, dann hätten wir kein Problem in Deutschland. Und meine Damen und Herren, aber vielleicht ist genau das der Grund, warum die Kanzlerin so rumeiert. Und deshalb ist es nur zu befürworten, was unsere Ministerpräsidentin fordert. Wir brauchen ein Musterklagerecht für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz und Deutschland. Das Aktionsprogramm Saubere Mobilität ist extrem wichtig und hilft konkret. 3 Millionen Euro werden aus dem Landeshaushalt bereitgestellt. Und es wurde heute hier gesagt, die Landesregierung hätte ja gar nichts auf den Weg gebracht, Frau Klöckner. Ich habe es auch noch mal mitgebracht. Insgesamt 6 konkrete Punkte hat diese Landesregierung umgehend auf den Weg gebracht. Und dadurch werden wir eine Reduzierung der Stickstoffoxide hinbekommen, weil das ist im Kern, worum es geht. Wir werden beispielsweise die Nachrüstung fördern. Wir werden weiter die Nachrüstung von neuen Bussen bei der Anschaffung fördern, Taxi etc. Wir werden weitere Ladesäulen auf den Weg bringen. Auf all das sind Sie ja gar nicht in Ihrer Rede eingegangen. Und mir persönlich ist ein Projekt wichtig. Auch das haben Sie ausgeklammert. Sie haben gesagt, ja, so 4 Busse bringen Sie auf den Weg. Das stimmt gar nicht. 11 wasserstoffbetriebene Busse werden wir auch auf den Weg bringen. Und da möchte ich explizit darauf eingehen. Denn viele sprechen aktuell nur von E-Mobilität. Man muss auf E-Mobilität setzen. Nein, es gibt auch noch andere Antriebsmöglichkeiten, die man beginnen muss. Und der Wasserstoff ist dort ein großes Projekt. Er ist nämlich in unbegrenzten Mengen vorhanden. Er ist lang speicherbar und man kann mit ihm große Reichweiten erreichen. Vor Jahren ist auf dem 24-Stunden-Rennen um Nürburgring schon ein Porsche Mantai mit dem wasserbetriebenen Motor mitgefahren, hat ohne Probleme geklappt. Deshalb sollte man auch auf den Wasserstoff in Rheinland-Pfalz setzen. Und in dem Zusammenhang ist auch positiv zu erwähnen, meine Heimatverbandsgemeinde, Verbandsgemeinde Kaisersesch, wir bringen nämlich gerade ein Pilotprojekt auf den Weg, eine Wasserstofftankstelle werden wir auf den Weg bringen, denn man muss dieses Henne-Ei-Problem lösen. Wir müssen Wasserstofftankstellen installieren, damit wir auch in diesem Bereich vorankommen. Erdgas ist auch ein Thema, wo man sieht, dort haben wir Potenziale nach oben. Und ich habe jetzt nur symbolisch diese 3 Antriebsmöglichkeiten herausgenommen, um zu zeigen, es gibt noch viel mehr auf diesem Markt, meine Damen und Herren. Wir müssen Verkehrspolitik, ich sage Mobilität, neu denken und uns in allen Sektoren
breit aufstellen. Und wer es noch nicht bemerkt hat, ich glaube, hier findet gerade eine Revolution in Sachen Antriebsmöglichkeit statt. Und ich hoffe, dass die deutsche Autoindustrie die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich auf diesem Markt auch in Zukunft behaupten wird. Sonst wird nämlich der deutsche Automarkt von anderen Staaten dominiert. Und das kann nicht im Interesse von uns allen sein. Denn es war gerade die deutsche Wirtschaft, welche jahrelang sehr stark und gut davon gelebt hat. Mehr dann in der zweiten Runde. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Oster. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Klöckner hat ja den Vorwurf erhoben, wir sollen die Kanzlerin richtig zitieren. Und in heutiger Zeit kann man ja alles relativ schnell nachgoogeln. Die Zeit vom 14. August, Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, hält einen Ausstieg aus Autos mit Verbrennungsmotoren grundsätzlich für richtig. Legt aber auch nach, ich kann jetzt noch keine präzise Jahreszahl festlegen, aber es ist grundsätzlich richtig, sagt sie. Punkt. Sehr geehrte Frau Klöckner, Sie müssen überlegen, was Sie in diesem Zusammenhang der Debatte sagen. Und es ist festzuhalten, dass Sie permanent kritisieren, selber hier keine Lösungsvorschläge anbringen. Die Bundesregierung hat nichts halten können, was sie angedeutet hat. Hier liegen konkrete Maßnahmen der Landesregierung auf dem Punkt, die sie umsetzt. Und meine Damen und Herren, das ist mir vielleicht zum Schluss der Debatte auch noch mal wichtig zu sagen. Betrachtet man, dass im Verkehrsbereich 40%, also ich finde es schon erstaunlich, dass hier permanent dazwischen gerufen wird. Kolleginnen und Kollegen, wenn bei der Ihnen Herr Kollege einer in die Rede fällt, Frau Klöckner, gehen Sie direkt an die Decke hoch, aber austeilen nicht einstecken können. Das ist das Wichtigste bei Ihnen in Ihrer Debatte. Und deshalb werde ich auch bewusst meinen letzten Satz noch mal in aller Ruhe und Deutlichkeit voranbringen, damit Sie das auch hören. Wenn man betrachtet, dass 40% der Stickstoffoxide aus dem Bereich Verkehr kommen, dann muss man schnellstmöglich handeln. Und diese Landesregierung hat schnellstmöglich gehandelt. Und noch viel wichtiger ist, meine Damen und Herren, wir alle haben nur ein Leben und eine Gesundheit. Und deshalb ist dies ein hohes Gut und dieses gilt es zu schützen. Denn das ist das Hauptargument, was hinter diesem ganzen Dieselskandal steht, meine Damen und Herren. Thank you.